Jawohl, das läuft. Ja, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und heute habe ich die liebe Dunja da und es soll um das Thema spiritueller Coach gehen. Viele von euch schreiben mich ja jetzt wieder an, weil so viele Fragen da sind und ja, viele Fragen haben einfach zu der Ausbildung, aber auch generell zu der Energiearbeit, was macht das mit mir, wenn ich diese Ausbildung mache, wie verändere ich mich dadurch? Und die liebe Dunja hat die Ausbildung gemacht, vor ein paar Jahren schon. Und ja, deswegen wollte ich mit ihr ein bisschen reden, auch über diese ganze Ausbildung zum spirituellen Coach von mir. Und ja, wir wollen die Dunja heute dazu mal so ein bisschen interviewen. Sie hat sich zur Verfügung gestellt, was ich total schön finde. Der ein oder andere kennt Dunja bestimmt auch schon aus meiner Facebook-Gruppe. Da waren wir auch schon gemeinsam live. Und ja, Dunja, schön, dass du da bist, dich zur Verfügung stellst. Ja, danke für die Einladung. Ja. Aus Friesland, aber wie sagt man das so schön? Genau. Ja, du hast so eine schöne Fototapete, passt total zu deinem Ort, ne? Ja, ich ist ja alles durch dich gekommen, hätte ich jetzt fast gesagt. Ich habe meinen Traum erfüllt und mir jetzt einen Reiki-Raum eingerichtet. Aus dem Abstellraum ist ein Reiki-Raum geworden. Ja. Jetzt kann ich das auch direkt hier zu Hause vor Ort anbieten. Richtig schön. Und, ja, Dunja, wie bist du eigentlich, also wir wollen einfach mal einsteigen, so von ganz vorne, ne? Vielleicht auch. Das ist ja auch schon ein paar Jahre jetzt her und du hast halt ja auch schon die Erfahrung jetzt so gesammelt und wir haben eben auch mal so ein bisschen zurückreflektiert, ne, wie lange das eigentlich auch schon her ist und was auch in dieser ganzen Zeit schon passiert ist, was man gar nicht mehr so fassen kann, ne, was in dieser Zeit alles passiert ist. Und wenn wir ganz vorne anfangen, wie hast du mich überhaupt gefunden? Wie bist du bei mir gelandet? Oh, das war so, ja, September, Oktober 2019 muss das gewesen sein. Da hatte ich auch noch kein Facebook gehabt. Und da war ich so ein bisschen auf YouTube am Gucken und da habe ich dich gefunden. Und ja, ich habe in der Zeit ja die Meditation, die du machst, die haben mir damals so unheimlich gut getan. Da ging es mir gerade nicht gut. Mhm. Und da habe ich dich entdeckt und bin nicht wieder weggegangen. Ja, voll schön. Also ehrlich, das ist dich auf YouTube zu finden, war ein Startschuss in mein neues Leben. Habe ich damals nur nicht gehabt. Oh, das ist voll schön, ja. Ich habe dich auf YouTube gefunden und dann habe ich da irgendwie gehört, dass du eine Gruppe hast, das ist ein Lichtstein auf Facebook. Und ich musste jemanden versprechen, wenn ich eins ins Internet habe, dass ich nicht auf Facebook. Ja, dann kamst du ja ins Spiel. Das hat mich gut getan und ich war so neugierig, da habe ich mich bei Facebook angemeldet, dann nur um in deine Gruppe Lass dein Licht reinzukommen. Dann begann die krasse Umwandlung. Ja, voll schön. Ja, das ist ja auch so ein Weg, ne? Wenn man dann anfängt mit der Energiearbeit. Hattest du vorher auch schon Energiearbeit in deinem Leben? Ja, ne? Du hast ja vorher auch schon meditiert und so. Ja, seit meiner Jugend habe ich Fähigkeiten, Menschen zu helfen, nur durch Berührung, durch Handauflegen. Aber ich habe mich sozusagen mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. Ich hatte damals schon, das waren die 90er Jahren, da habe ich so einen rollenden Tante-Emma-Laden durch die Füße gefunden. Und da habe ich eine Heilerin kennengelernt, die eine Stimme im Rücken hatte. Und da musste ich dann jeden Donnerstag regelmäßig hin. Die hat mir sehr gut geholfen. Und die sagte zu mir, Mensch, Dunja, du kannst das auch. Ich dachte, nö, mach ich nicht, traue ich mich nicht. Und sie hat mich immer wieder darauf angesprochen und ich habe mich da echt mit Händen und Füßen gegen gewehrt. Und eines Tages klingelte es bei mir an der Tür. Da hat mich eine Frau angesprochen bei den Garagen hier in Leer. Und da habe ich ihr meine Hilfe angeboten. Nee, nicht meine Hilfe angeboten, sondern die hat mir von ihren Problemen erzählt und ich hatte sie dann an Anni vermittelt, so hieß die Heilerin. Ich habe mich auch hervorragend dagegen gewehrt. Und eines Tages klingelte sie bei mir in der Tür. Und dann hat mir gesagt, dass sie bei der Anni war. Ich sage, ja, und super, wie war es? Nö, weiß ich nicht. Komm jetzt zu dir, du machst das. Ich sage, wie bitte? Nein.
nicht den gewährt. Ne? Ja, und ich habe das ja früher auch schon gemacht, dass ich dann ja, angefangen habe, das mit Löffeln verbinden. Habe jemanden gelernt. Lernst du ja, dich auf einen Punkt zu konzentrieren. Es geht um die Energie zu zentrieren, ne, auf einen Punkt. Angefangen habe ich einfach, dass ich mich dann auf die göttliche Sonne konzentriert habe oder wie auch immer, oder darum gebeten habe. Und das hat super funktioniert. Das klingt da verrückt. Also es hat ja früher Uri Geller gemacht. Da hat man ja gedacht, das ist Blödsinn, aber es geht wirklich. Ja, und durch die Energien verändert sich natürlich auch das ganze gesamte Feld. Ne? Wenn du anfängst, energetisch zu arbeiten, dann passiert ja vieles drumherum. Ne? Und auch man verändert sich ja von innen und automatisch verändert sich ja auch das Äußere dadurch. Ne? Und wir hatten ja dann, du bist ja dann auch in die Ausbildung gekommen. Mhm. Und ja, wir hatten ja dann diese 6 Wochen zusammen, ne? Und aber eigentlich ja geht es ja immer weiter. Es gibt ja jetzt auch im Nachhinein diese Spirit-Gruppe, wo wir uns einmal im Monat sowieso auch treffen, ne? Und ja, was hat sich durch die Ausbildung für dich verändert? Also diese 6 Wochen. Ich weiß noch genau, du hattest immer so ein bisschen Schiss auch vor den Zooms, ne? So dieses sich zu zeigen und dann mit der Gruppe und was dann aber wirklich immer besser wurde, ne? Auch. Ich war eigentlich schon fast auf der Flucht. Ich hatte wirklich panische Angst davor. Ich meine, ich habe mit der Ausbildung bei dir einen Traum erfüllt. Ursprünglich sollte es ja auch nur für mich selber sein, weil ich habe ja viele Jahre gebraucht, mich ins Leben zurückzukämpfen. Ja. Und durch die Ausbildung habe ich ja sozusagen so ein Köfferchen bekommen, dass ich mir auch viel selber helfen kann. Genau. Ja, natürlich auch deine Meditation, ne, die ich immer gehört habe und heute noch. Aber ich habe beim besten Willen nicht geahnt, was da losgetreten wird mit der Ausbildung. Und kann es dir nur empfehlen, das ist so krass. Mein Leben hat sich seitdem auf links gedreht und das in einer kurzen Zeit. Ich glaube, die Ausbildung, die war 2020. Wir haben ja, jetzt 2020, 3 Jahre her. Das ist ja eine richtige Persönlichkeitsentwicklung. Und vor allem, du holst die Leute ja immer da ab, wo sie gerade stehen. Und wenn ich überlege, wie ängstlich ich da war, wie du einen da abholst, das will ich heute noch nicht. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Mm. Aber die Ausbildung ist mega. Und da lernst du Sachen, da würdest du niemals dran denken, das ist überhaupt möglich. Ja, vor allem auch, dass du die an der Hand hast, ne? Dass du weißt, wenn du mal so Phasen hast, wir haben ja alle immer wieder Phasen, ne? Die gehen hoch, die gehen runter und dass du dann einfach ein Werkzeug an der Hand hast und weißt, ich kann mir selber helfen, ich muss jetzt nicht noch irgendwo hinlaufen. Für mich ist das immer ganz wichtig, dass ich selber diese Selbstverantwortung habe, ne? Und auch lerne, dass ich weiß, ich muss nicht irgendwo hinlaufen, weil ich finde das ganz schlimm, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche irgendjemanden anderes dafür, dass es mir gut geht. Ne? Was jetzt nicht heißt, dass man nicht mal eine Therapie machen kann oder auch eine Coachingstunde nehmen sollte. Es geht grundsätzlich darum, ja, sich selber helfen zu können. Ne? Und das lernt man, glaube ich, in der Ausbildung ganz gut, ne? Dass du hast so viele Tools, ne, die Blockaden zu lösen, Chakren auszugleichen, die Selbstbehandlung. Ne? Das ist ja wirklich so dieser Kern, ne? Da immer dran zu bleiben auch. Ne? Mal hast du Phasen, wo du mehr für dich machst, mehr Selbstbehandlung machst und dann hast du wieder Phasen, wo es vielleicht ein bisschen weniger ist. Aber dieses Kontinuierliche mit den Energien zu arbeiten, das ist eben wirklich das A und O, selbst wenn es uns gut geht, eben dran zu bleiben. Und ich glaube, da wird es immer ein bisschen schwierig. Ne? Wenn es uns besser geht, dann vergessen wir es oftmals. Ne? Ja. Also ich kann da dran sagen, zu bleiben. Die Energiearbeit, die ich ja bei dir gelernt habe, also ich konnte es ja schon, aber bei dir ist es nochmal vertieft worden. Ich habe nochmal was an die Hand bekommen. Und was du auch gerade ansprichst, es gibt auch ganz viele Menschen, denen es einfach nicht gut geht. Und man versucht überall Hilfe zu bekommen. Ich sage ganz ehrlich, man muss auch selber den Hintern hochkriegen. Von nichts kommt nichts. Es klingelt keiner an die Tür und sagt, komm ich. Genau. Ja, man selber, egal wie tief man fällt, immer wieder aufstehen und weitergehen. Und wie wir so gerne sagen, komm, aufstehen, Rücken gerade, Krönchen aufsetzen und weitergehen. Ne? Genau. Und ich kann nur sagen, als ich bei dir die Ausbildung gemacht habe, sage ich so ehrlich, wie es ist, angefangen bin, da war ich in Therapie gerade, da habe ich mir ein bisschen Hilfe geholt. Und ich vergesse nie wieder, dass die Therapeutin zu mir sagte, es war die Corona-Zeit, sagte, Mensch, alles stürzt hier ab, nur Sie, Frau Berger, nicht. Das ist total spannend, was hier passiert. Also ich alles stürzt hier ab. Ich freue mich, dass ich gekommen bin, weil es immer wieder was Neues gab. Sie sagt, das ist Wahnsinn.
Also die Ausbildung bei dir, Ja, das finde ich auch schön, ne, wenn dich auch jemand so begleitet hat und das auch mitverfolgen konnte. Ne, das ist, finde ich halt auch wirklich gut. Die war so begeistert. Ja. Ich habe auch Spaß und Freude daran gehabt, das zu hören. Ja. Das hat mein Leben verändert. Und wie wendest du das jetzt für dich an, so im Alltag? Ja, im Alltag, also am Anfang der Ausbildung hatten wir ja auch die Aufgaben, jeden Tag Selbstbehandlung zu machen. Mhm. Und im Nachhinein habe ich das auch von Leuten aus meinem Umfeld auch gehört. Totale Veränderung. Ich war nur noch am Strahlen, ich war glücklich, ich war fröhlich. Die Energiebearbeit hatte so eine Wirkung, das ist Wahnsinn gewesen. Und als ich das dann eine Zeit lang nicht mehr gemacht habe, da haben die Leute mich angesprochen, sag mal, du musst es wieder machen, man merkt es. Also, deswegen, das sage ich immer, wie du eben auch schon gesagt hast, ne, es kommt niemand und klingelt an der Tür. Ne? Es ist nicht so ein Wundermittel wie eine Pille, die du schluckst und dann ist alles wieder gut, sondern man muss selber halt an sich arbeiten. Ne? Und ich sage immer, wir arbeiten ja bei der Energiearbeit eben mit den Händen und es liegt in deiner Hand, wie du mit den Energien arbeitest und was du dann damit erreichst. Ne? Und du hast es selber in der Hand, auch dann natürlich so langfristige Themen zu heilen, ne? Wie du dann, wenn du zurück die Energie zurückschickst, zum Beispiel in dein inneres Kind, ne? In diese ganzen inneren Kind-Themen dir anguckst oder was auch immer du mit dieser Energie bearbeiten willst. Ne? Das ist ja eigentlich eine Lebensaufgabe, eine Langzeitaufgabe für jeden selber. Ne? Und ich glaube auch, dass immer auch Pausen mal ganz wichtig sind, dass du sagst, du hast dann auch mal Zeiten gehabt, wo ich weniger gemacht habe, weil man ja auch immer mit der Energiearbeit was aufwirbelt und dann auch gucken muss, ne? Mache ich mal wieder eine Pause, brauche ich mal wieder eine Pause? Und diese Pausen sind auch ganz wichtig dann zwischendurch mal. Ne? Man lernt ja auch durch deine Ausbildung mehr auf sich zu achten. Ja auf Gefühl, wie fühle ich mich, was brauche ich jetzt? Ja. Man kriegt ein ganz anderes Körpergefühl, man schaut da ganz anders hin. Genau. Früher ist man über alles drüber weggegangen, hat man weitergemacht, zack, zack, nicht stehen bleiben, nein. Dieses Liebevolle mit sich umgehen, genau, ne? Liebevoll über sich denken. Ja. Oder auch mal zu sagen, nee, stopp, jetzt bin ich mal dran. Mhm. Ja, wenn im Umfeld so viele, kannst du hier mal, kannst du da mal, dass man dann sagt, nee, jetzt will ich mich erstmal um mich kümmern. Das gehört auch zur Energiearbeit, dass man auch mal an sich selber denkt, auch mal Pausen einlegt. Ja, und auch Grenzen setzt. Ne? Gerade jetzt in der jetzigen Zeit finde ich es auch wichtig, Pausen zu machen, immer wieder sich die auch zu erlauben. So viele erlauben sich das gar nicht, ne? Mal eine Pause zu machen. Und das ist so wichtig. Auch wenn man denkt, in der Pause passiert nichts, passiert so viel im Hintergrund auch. Arbeitet im Hintergrund. Es arbeitet so viel, genau. Und ich sage immer auch, wenn man einmal mit diesem Weg angefangen hat, man ist dann halt da drin, man ist auf dem Weg und jeder geht in seinem Tempo weiter. Deswegen sollte man sich auch nicht vergleichen. Ne? Viele sind dann auch immer gerade mit der Engelarbeit, ne? Die wollen dann die Engel sehen, die wollen die Engel hören sofort. Und darum geht es gar nicht. Ne? Die Engel haben immer ihre ganz verschiedenen Wege, sich mitzuteilen und bei jedem anders. Und wenn das heute ein Hellsehen ist, dann ist das schön. Wenn es morgen Hellhören ist, dann ist das schön, wirklich auch da so entspannt zu bleiben. Rausgehen aus dieser Erwartungshaltung, ganz rausgehen aus der Erwartungshaltung. Und die Engel lernen einen dadurch auch, dass man komplett aus der Erwartungshaltung geht. Nicht nur in Bezug auf Engel wahrnehmen, sondern auch in Bezug auf andere Menschen. Ne, das lernt man eben auch, dieses nichts mehr zu erwarten, weil eine Erwartung wird ja immer enttäuscht. Ne, und das gehört ja alles auch zu dieser ganzen Ausbildung dazu, dieses ganze Wahrnehmen. Ne, was nehme ich wahr? Wie nehme ich das wahr? Wie nehme ich mich selber wahr? Was haben verschiedene Themen mit mir zu tun? Ne, dass man auch die Schuld, die es ja eigentlich gar nicht gibt, nach außen trägt oder der ist jetzt schuld an meiner Situation oder der oder die oder man, ne, man schiebt es immer mal gerne auf die Eltern. Ne, meine Mutter ist schuld oder mein Vater ist schuld. Aber es geht wirklich darum, die Verantwortung zu übernehmen. Und nur dann kann eben eine Veränderung entstehen. Und ich glaube, das kann man ganz gut mitnehmen in den 6 Wochen. Ne? Und man kann ja auch in den Modulen immer mal wieder reingehen und das auch nochmal nachträglich machen. Ne? Die steht ja zur Verfügung immer, die interne Ausbildung, also die internen Videos. Und eben auch, was ich so jetzt so gut finde, habe ich ja noch gar nicht so lange gemacht, dass wir jetzt diese Gruppe haben, wo ihr euch auch untereinander austauschen könnt und dann immer einmal im Monat eben die Q&As auch sind. Ne? Das ist so eine tolle Idee. Ja. Aber ich kann dir jetzt noch den, was ich da ja, was ich das gar nicht jetzt sagen,
Da steckt noch viel mehr hinter. Das ist das, was du gesagt hast. Jemand anders die Schuld zu geben, ist sehr einfach. Brauche ich ja selber nicht machen. Ja? Ja. Aber du lernst auch zu vertrauen. Dir selber zu vertrauen, auf dein Inneres zu hören und nicht nur auf das Äußere. Ich weiß nicht, ob du jetzt weißt, was ich damit meine, aber... auf dein inneres Gefühl zu vertrauen, weil das haben viele ja auch verloren. Die haben diese Intuition, aber es ist so viel drüber gestülpt, dass die diese eigene Intuition gar nicht mehr wahrnehmen können. Und durch die Energien wird das wieder wie freigeschaufelt, was so drumherum ist. Und dann kommt man an den Kern. Ne? Man wird wirklich so einmal umgedreht und wir gucken uns alles an. Und dann... wird es auch gereinigt, die Themen. Oder man guckt sich die Themen an, warum ist das so? Und dann kann sich das auch verwandeln. Ne? Dann können die Themen rausgehen. Das Gefühl, das Bewusstsein für den Körper, also das ist wirklich ein Rundumschlag. Weiß ich jetzt nicht, ob es hier reinpasst, aber ich habe ja das Thema zum Beispiel, sag mal so, wenn Jesus sagen würde, glaubst du? Ne? Das sagen wir ja, das hören wir alle irgendwie nur oberflächlich. Ja. Ich habe mittlerweile in den 3 Jahren erkannt, da steckt etwas ganz, ganz Tiefes drin. Wenn ich wirklich aus tiefstem Herzen glaube und vertraue, dass alles von Gott geführt ist und dass alles zu meinem besten Wohle dient, kannst du mit vielen Dingen ganz, ganz anders umgehen. Ja. Kannst du dir mehr Ruhe oder bist auch mal gelassener oder. Ja. Das ist einfach das Fundament, ne? Das ist einfach das Fundament und so eine Sicherheit, so ein sicherer Boden, ne? Der dann einfach da ist. Ja. So ein inneres Gefühl. Und das ist auch das jetzt, was ich immer ganz wichtig finde, auch für die neue Zeit. Ne? Viele warten jetzt auf die neue Zeit, die warten auf irgendetwas im Außen, dass da was passiert. Aber da passiert nichts im Außen. Das ist in uns. Es passiert nur in uns, dieser Weg in die neue Zeit. Und da geht es eben auch um diese Selbstverantwortung, um dieses Gefühl, um dieses Grenzen setzen, meine eigene Grenzen zu verteidigen, mein Königreich zu regieren. Nur darum geht es, dass wir in uns eben dieses Friedensland schaffen oder wie du es auch immer nennen willst, dein eigenes. Sie wollen Frieden, aber Frieden beginnt in dir selber. Richtig. Jeder in sich selber. Ja, ich sage ja auch immer, ne, genau, dieses, wenn jeder jeden Tag meditieren würde, dann hätten wir Weltfrieden. Tatsächlich, ich bin davon überzeugt. Weil das strahlst du ja auch nach außen aus. Ja, ja. Energie hat eine große Macht, Gedanken richtig, haben eine große richtig. Macht. Das vergessen viele. Ja. Lauf mal den ganzen, sag mal, du hast jetzt um 14 Uhr einen Termin. So, und dann fängst du um 11 Uhr an. Oh, um 14 Uhr, da habe ich garantiert Kopfschmerzen. Mann, ich habe immer Migräne. Das dann was du denkst, wird dir gegeben. Ja. Das wird so sein. Genau. Ja. Richtig. Eine große Macht. Die Macht der Gedanken, ja. Und das wird immer wichtiger in der neuen Energie. Ne? Und desto mehr wir mit den Energien arbeiten, desto mehr sind wir auch da drin. Und wichtig darauf zu achten, ne? Auf die Gedanken. Was du denkst, ist so. Wenn du sagst, das Leben ist immer so ein Kampf und das Leben ist immer schwer, dann wird das Universum sagen, ja, okay, du willst Kampf, ne? Du kriegst immer wieder so Aufgaben gestellt, die dir das Gefühl geben, du bist im Kampf. Wenn du aber sagst, es ist leicht und ich kann das mit Leichtigkeit schaffen, dann wirst du es auch mit Leichtigkeit schaffen und du wirst die passenden Leute vielleicht an deiner Seite haben, die dich unterstützen oder genau das ist es. Ne? Und darauf zu vertrauen, dass das so ist. Und deswegen ist es umso wichtiger jetzt in der Zeit immer mehr auf die Gedanken zu achten, ne? Sich da auch selber hochzuhalten, die Energien oben zu halten, nicht in diese negativen Energien sich mit reinreißen lassen, egal welches Thema das im Moment ist. Wir haben ja ganz viele Themen, auch global, gar nicht sich da reinreißen lassen, sondern einfach so, ich gucke in meinem Königreich, ich gucke in meinem Vorgarten und da haben wir schon genug zu tun. Wenn wir uns darum kümmern, ist eigentlich alles schon mal im grünen Bereich. Und darum geht es auch in der neuen Zeit. Es ist nicht einfach. Das klingt so einfach, ist nicht einfach, aber man muss dranbleiben. Ja. Genau. Ja, und dann wirst du auch Positives erfahren. Also das durfte ich ja selber auch erleben. Also wenn du dran bleibst und im Vertrauen bist. Ja, ich freue mich auch, ne, dass immer mehr Menschen auch die Energiearbeit nutzen, ne, die wirklich auch damit arbeiten, weil es einfach so effektiv und so schön ist. Ne? Ja. Es ist ein tolles Werkzeug und vor allem, man kann sich selber helfen. Das ist ja auch das Wichtigste, dass man mal auch was für sich selber tun kann. Ja, ja. Aber ich finde es auch schön, dass ich anderen Menschen ein Stück
ihren Weg begleiten darf. Und ich habe eine positive Rückmeldung. Mhm. Und ich kann nur sagen, ich habe es ja auch erlebt, es gibt unheimlich viele Anfechtungen von außen, von Menschen, die da eigentlich gar keine Ahnung von haben, aber es sofort. Ja, das passiert natürlich immer wieder auf dem Weg. Ne? Mhm. Dieses Vertrauen, dass ich auf dem richtigen Weg bin und ich meinen Weg auch weitergehe. Ich mag das jetzt vielleicht nicht richtig ausdrücken, aber sich nicht von außen beeinflussen lassen. Ja. Jeder ist für sein Leben selber verantwortlich. Richtig. Ja, wenn jemand zu mir sagt, du musst jetzt aber dies und das tun und ich mache das und nachher geht das schief, weil es gar nicht mein Weg war, bringt derjenige das in Ordnung? Genau. Nein, ich bin für mein Leben verantwortlich. Genau. Und ich höre auf mein Gefühl, was ist das Richtige für mich? Gehe ich den Weg oder gehe ich den Weg nicht? Ich kann mir wohl von anderen Leuten Ratschläge anhören. Und dann fange ich an, auszusortieren. Genau. Was passt mir? Was nehme ich an? Was nicht? Genau. Bitte lasst euch nicht von anderen Leuten beeinflussen. Mhm. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist aus der geistigen Welt. Das vergessen viele. Ja, und das ist ja auch so, genau, das ist der Test, ne? Weil früher, der Mensch ist ja so ein Rudeltier, ne? Und immer auf die Gemeinschaft. Und wir haben da einfach das Gefühl, wenn wir was anders machen, dann werden wir ausgeschlossen eben aus dieser Gemeinschaft. Und das eben auch aushalten zu können, wenn du weißt, das ist aber jetzt mein Weg. Ne? Das ist auch diese Chance, die wir dann haben. Das ist ja auch Wachstum. Ne? Dieses, wenn du dich veränderst, wird es immer Menschen geben, die mitgehen. Ne? Du sagst ja auch diese Anfeindung oder wo ich damals mit dem Reiki angefangen habe, das ist ja schon 15 Jahre her, wo ich das auch angeboten habe. Ne? Da haben viele auch gedacht, Hokus Pokus, ne? Und das ist ja auch in Ordnung. Jeder kann ja auch sein Bild davon haben. Ne? Jeder muss es ausprobieren, jeder muss es für sich einfach anwenden. Ne? Und der eine sagt, mir hilft das, der andere sagt, keine Ahnung. Ne? Aber es wird, glaube ich, immer in den neuen Energien offensichtlicher, dass da viel mehr ist zwischen Himmel und Erde, was man einfach nicht erklären kann. Und was man vielleicht auch gar nicht erklären muss. Ne? Mhm. Das ist einfach da, es hilft und stärkt einfach unser Wesen, unsere Seele, ne? Es hilft. Weißt du, Wiebke, das ist ein uraltes Wissen, das irgendwann mal verloren gegangen ist. Ja. Und ich gebe immer gerne dieses Beispiel, weißt du, was ein Oktant ist? Du ja. hast, ja, das ist, das hat irgendwas mit mehr zu tun, mit dem Kompass und sowas, meine ich. Das ist früher ein Navigationsgerät gewesen, genau. Für die Seefahrt aus Holz. Später wurde er vom Sextanten, ich glaube, 19. Jahrhundert abgelöst. Und das haben die Seefahrer gebaut. So. Heute haben wir den Satelliten am Himmel, also wir arbeiten mit GPS. Und so wie ich schon gehört habe von einigen, ich weiß ja nicht, ob es stimmt, dass durch die neue Zeit, also durch das Moderne, die meisten schon gar nicht mehr mit so einem Sextanten umgehen können. Also das heißt, das Alte geht raus. Durch Neues. Ja. Ja. Und das, was wir machen, ist ein uraltes Wissen, genauso wie damals Hildegard von Bingen. Ja, mit dem Dinkel und alles. Heute ist das wieder alles da. Wir backen Dinkelbrote, weil wir wissen, wie gesund das für unseren Körper ist. Ja, ja. Das Alte kommt jetzt auch wieder. Aber nur weil die Leute es nicht kennen, wird das sofort verflucht, verurteilt oder weißt du, wie es bei mir damals am Anfang der Ausbildung war. Ja, nicht, dass du dem Teufel folgst, dann muss ich für dich beten. Ich habe gedacht, das geht hier ab. Ja. Also diese Vorurteile. Ja, ja. Die sind ganz stark, ne? Und da auch wirklich dann zu gucken, ja, abzuwägen. Ne? Das ist mein Weg und gut. Ne? Ja. Jeder geht seinen Weg und wir haben alle das gleiche Ziel. Ja. So sage ich das. Ja, der eine fährt über Baum, der andere fährt über Leer oder Farbenbohrer, weiß ich was. Genau, genau. Und ab dem Ende geht das doch, ja. Ja, es geht einfach so um so eine innere Reise, ne, die wir einfach beginnen und die sich selber einfach ernst zu nehmen, selber zu gucken, was will ich eigentlich, was ist eigentlich meine wahre Essenz, was möchte ich hier machen, was ist meine Aufgabe hier, die sich jetzt ein Mensch, der in so diesem alten Denken drin ist, gar nicht stellen würde. Der hat einfach seine Funktion, der sagt, ich bin, was weiß ich, Person XY, das ist meine Arbeit, das ist mein Haus, das ist mein Auto. Aber es gibt ja noch so viel darüber hinaus, was wir wirklich sind, die Seele, dieses Wesen und das kennenzulernen und da auch wirklich zu gucken, was ist hier meine Aufgabe, was habe ich hier für eine Berufung, was ist meine Aufgabe und dem immer mehr zu folgen wird, auch im Beruf immer wichtiger. Es gibt so viele Menschen im Moment, ne, wir hatten es jetzt auch in dem Live wieder, ne, die mit ihrem Beruf unzufrieden sind.
die einfach nicht mehr glücklich sind, die einfach nicht mehr dem Herzen folgen, sondern einfach nur arbeiten gehen. Natürlich wegen Geld, aber das wird in Zukunft nicht mehr funktionieren. Es wird nicht mehr gehen. Ne? Guck mal, viele Leute gehen arbeiten, weil die irgendwann in diesem Bereich reingeschubst worden sind, durch Eltern oder durch irgendwas, was sie nicht haben. Und die Leute, die in ihrem Job nicht glücklich sind, guck sie dir an, die werden alle krank. Ja, das ist auch nicht schön. Wenn der seinen Job mit Leidenschaft macht, der kämpft, der hält durch. Ja. Und der hat auch Erfolg. Genau. Leute, die einen verurteilen, weil wir den Weg gehen, die sind doch gar nicht mit unseren Schuhe durchs Leben gelaufen, haben auch gar nicht mit unseren Augen gesehen, was wir alles schon hinter uns haben. Es sind ja auch Erfahrungswerte, die wir irgendwie das ist das, was ich meine, mit diesen Werten. Das geht immer mehr raus. Ne? Das können wir auch immer mehr ad acta legen. Ne? Und das ist das. Ja. Menschen verurteilen, weil er einen bestimmten Weg geht. Der weiß doch gar nicht, warum. Genau. Und nichts geschieht ohne Grund. Und die Gaben, die man bekommen hat, ich sage immer, das sind Gaben, die Gott uns irgendwann mal gegeben hat. Jeder Mensch hat eine Gabe. Soll ich die brach liegen lassen? Das ist doch nicht richtig. Ja. Nutzen, ne? Nutzen von dieser Energie, das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Wir Menschen, jeder hat eine Aufgabe. Jeder Einzelne hat irgendeine Aufgabe, wo er richtig gut drin ist. Und so können wir uns alle gegenseitig helfen und so können wir auch eine bessere Welt schaffen. Ja. Und wenn wir alle gegeneinander ankämpfen, diese Ellbogenmentalität, ich, andere interessieren mich nicht, da kommen wir nicht weiter. Nee, da kommen wir nicht weiter. Und das ist auch, glaube ich, die neue Energie, ne, wo das immer mehr hingeht, dieses Liebevolle, ne, diese unendliche Liebe, ja, die da ist, ne, die ja letztendlich auch von Gott immer da ist. Ne, die kommt ja von Gott, dieses unendliche, ja, bedingungslos, ne, diese bedingungslose Liebe. Ja, genau. Ja, und was würdest du jetzt sagen, was hat dir am besten gefallen so an der Ausbildung oder ein, zwei Punkte, wo du sagst, das ist jetzt, ja, es ist so viel, es ist, glaube ich, zu kompakt, um es jetzt mit einem Wort sagen zu können. Ne? Also total klasse fand ich erstmal überhaupt, wie du die Menschen abholst in der Ausbildung und wie man vor allem Ängste überwindet. Ja, das fand ich sehr schön. Mein Steckenpferd ist ja sowieso die Energiearbeit gewesen. Auch die Fernbehandlung. Und das krasseste Erlebnis, was ich während deiner Ausbildung habe, war ja diese Geschichte, wo ich sagte, wo ich was in die Gruppe posten sollte, wollte ich ein Video für aufnehmen, das haute einfach nicht hin und du ganz trocken saß und geh doch live. Also ich habe da richtig einen Herzinfarkt vor Angst. Also ich habe es am Ende gemacht. Oder was wir in der Ausbildung ja auch lernen, ist diese innere Raumarbeit in der Ferne, aus Fernbehandlung. Also wo uns denn per Video oder wie auch immer, ne, miteinander reden. Und da habe ich ja mit einer aus unserer Ausbildungsgruppe so ein tolles Erlebnis gehabt. Das werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Mhm. Und so tolle Sachen, die wir da erleben. Und da kommen bei jedem Einzelnen Fähigkeiten zu sein. Wer hätte denn sein können? Jeder entdeckt da so seine eigene Fähigkeiten mehr und mehr und auch den Weg, ne, den er damit gehen will. Ja, das ist schön. Das wird so richtig rausgekitzelt. Ne? Was möchtest du machen? Warum bist du hier? Ja. Mir ist nämlich was aufgefallen. Gar nicht bei anderen gucken, was die machen und neidisch sein, weil die Erfolg haben. Weil jeder hat eine ganz besondere Fähigkeit. Ja, richtig. Und jeder, weißt du, wir sind alle so einzelne Puzzleteile, aber gemeinsam ergeben wir ein wunderschönes Bild. Ja. Ne, jeder hat so seinen speziellen Aufgaben. Und jeder muss sich auch auf sich konzentrieren, weil sonst kannst du auch nicht wachsen. Ne? Du musst einfach deins finden. Was ist deins? Aber das ist auch, was wir lernen. Wir gucken doch immer nach außen, was macht der andere. Ja. Ja? Ich übertreibe es jetzt mal mit den Worten, was du gesagt hast. Der hat ein neues Auto, boah, dann kriege ich aber ein besseres. Ne? Genau. Oder wie? Genau. Das ist doch genau. Mein Auto, mein Haus. Ne? Nein, du lernst auf dich selber zu. Bei dir zu bleiben, nicht was da draußen ist. Lass ihn seinen Weg gehen. Ich bleibe bei mir. Genau. Das ist das, was wir auch lernen. Ja. Das ist wichtig. Es ist eine Persönlichkeitsentwicklung, die man da durchmacht. Mhm. Positive.
Persönlichkeitsentwicklung, die das Leben. Ja, die auch nicht immer schön ist, ne? Wenn man sich natürlich dann die Themen anguckt, man muss sich die Themen auch angucken. Es ist nicht so nach dem Motto, ich mache jetzt Energiearbeit und ich gucke nur, ist alles Licht und Liebe und ich gucke nur auf das Positive und ich sehe nur das Schöne, sondern es ist auch wirklich mal notwendig, sich eben dann diesen Themen auch zu stellen, diesen negativen Emotionen zu stellen, diese Gefühle zu fühlen, ne? Sich die den Mut auch zu haben, ne, diese Traurigkeit zu fühlen oder Ängste zu fühlen, ne, da muss man durchgehen. Und und dabei unterstützt das wirklich ganz, ganz wie viel. Beim Diamant, Liebke. Ein Diamant ist blass, roh. Und wenn du den polierst, schleifst, ja, und wie der Tischler genau schön sagt, gehobelt wird, da fallen noch Späne. Ja. Das gehört dazu, dass man da mal wo durch muss, dass es wehtut oder Angst hervorruft. Und dann heißt es dranbleiben weiter. Deswegen, ich kann das auch wirklich nur jedem empfehlen, sich da drum zu kümmern, diese ganze Persönlichkeitsentwicklung, ne? Ausbildung zu machen, Weiterbildung zu machen. Das muss nicht bei mir sein, das kann bei mir sein, aber einfach dieses, kümmert euch darum, ne? Dieses, in dieses Gefühl reinzugehen. Ne? Liebke, weißt du, viele Menschen lassen sich von anderen von außen beeinflussen, ja, und hören auch drauf. Und ich habe das jetzt in meinem Umfeld sehr häufig gehört. Und dann sage ich zu denjenigen, jetzt stell dir vor, du bist irgendwann 80, 90, sitzt zu Hause, kannst nicht mehr so, wie du willst. Und dann sagst du, hätte ich mal. Es ist zu spät. Es ist zu spät, ja. Geh jetzt deinen Weg, wenn du etwas erreichen willst oder wenn du irgendwo in Urlaub fahren willst, ein besonderes Ziel, dann kümmere dich jetzt drum und nicht irgendwann, wo es dann heißt, es ist zu spät. Ja, genau. Ja. Jetzt leben, nicht morgen, übermorgen. Jetzt im Hier und Heute. Das Gestern, ja, und das lernt man halt auch, ja, und das lernt man auch, ne, dass dieses Jetzt, dieses Hier und Jetzt so wichtig ist. Ne, dass das wirklich so schnell wieder vorbei ist. Ne, und das ist immer wirklich. Leute geben, die was sagen. Selbst wenn du übers Wasser laufen könntest, käme noch jemand daher und würde zu dir sagen, über dich fragen, ob du doof schwimmen bist. Ja. Also es gibt immer Leute. Es gibt immer Kritik. Ne? Immer. Du wirst es nie allen recht. Ich hab gedacht, wir ziehen noch ein paar Karten. Ich habe jetzt hier die Energiekarten und alle zu die Engelkarten. Okay. Und ja. Wer möchte, also wer jetzt zuguckt, der kann sich ja einfach eine Frage stellen. Und da habe ich gedacht, ich ziehe eine Karte und du ziehst eine Karte und dann werten wir es einfach mal aus. Und ich konzentriere mich jetzt einfach mal. Also wenn du jetzt hier zuschaust, dann stell dir eine Frage, die du vielleicht hast, egal ob du jetzt sagst, zu der Ausbildung, bin ich ein spiritueller Coach, bin ich keiner. Also wenn es was Berufliches ist, es kann aber auch was ganz anderes sein. Also es kann jede Frage sein, die du gerade hast, in jedem Lebensbereich. Und ich ziehe jetzt mal eine Karte. Und da zeigt sich Erzengel Haniel. Und Haniel sagt, ich helfe dir nun, diese negative Situation zu verlassen. Freude und Harmonie kehren nun wieder in dein Leben zurück. Du bist wertvoll. Lobe dich für alles, was du geschafft hast. Ich öffne mich für die Veränderungen, die positiv für mich sind. Ja, das passt natürlich mega, egal was es jetzt war für eine Frage. Und willst du noch drei Karten ziehen drauf von Lenny? Ich ziehe drei aus den Lenormand-Karten hier. Die soll ich nehmen. Auf die Kamera. Jawohl. Ja, was auch immer gerade bei dir, was du an Gedanken hast, auch was du an der Frage hast. Du wirst eine innere Verbindung eingehen, die dir neue Kraft und Stärke gibt. Du wirst deinen Weg gehen, wenn du auf dein Gefühl hörst. Das sind die Karten, die ich gezogen habe. Innere Kraft, ne? Innere Stärke, sich daran zu erinnern, ne? Egal in welcher Situation. Die Energiekarte habe ich hier gezogen und die Verbindlichkeit. Also für mich heißt das, höre auf dein Bauchgefühl und geh deinen Weg. Und sei verbindlich, ne? Sei verbindlich zu dir selber auch, ne? Gib dir Kraft und Stärke und auch. Ja. Genau. Nur wenn du dein Gefühl hörst und dein Leben. Ja, wunderschön, Dunja. Auch ich könnte mit dir sowieso immer weiter quatschen.
Und ja, wenn ihr Lust habt, kommt auch gerne in die Facebook-Gruppe. Lasse dein Licht strahlen. Da gehe ich bestimmt auch jetzt mal wieder öfters live. Und die Dunja ist auch bald wieder hier bei mir. Da gehen wir auch wieder mal live, ne? Für euch. Wir ziehen Karten. Und das machen wir alles immer in der Facebook-Gruppe. Lasse dein Licht strahlen. Also komm da gerne rein. Und ja, Dunja, ich danke dir, dass du da bist, dass du da warst und ein bisschen geplaudert hast über die Energien, über die Ausbildung, wie du das wahrgenommen hast. Und ja, ganz lieben Dank an dich. Ich danke dir für die Einladung. Also deine Ausbildung ist ein Weg auf ein neues Leben, sage ich jetzt mal. Und deine Gruppe, Lasse dein Licht strahlen, ist echt ein Startschuss dahin. Also damit fing ja alles an. Ich kann es nur empfehlen. Wer sein Leben ändern möchte, wer was verbessern möchte. Okay, dann bis ganz bald, ihr Lieben. Danke. Tschüss. Tschüss.